Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Kevin. Und heute sind die ganzen Sachen angekommen. Supreme, Louis Vuitton, Off-White, Gucci. Yes, 4 Pakete hatten wir. Wir hatten ja bestellt, hier nochmal eingeblendet, das Video, das billigste Produkt von Gucci, Off-White, Louis und alles haben wir bestellt. Also die billigsten Produkte, die es da auf der Seite gab. Yes. Und ja, eine Louis-Sache war sogar 175 Euro. Das war dann in Anführungsstrichen das Billigste. Genau, der Rest war ausverkauft und das Billigste war 175 Euro, Leute. Stellt euch das mal vor. Ja, Mann. Und ja, hier sind alle Pakete, Leute. Zack, alles am Start hier, Supreme. Yes. Das hier, Gucci hier. Und ja, ich würde sagen, was fangen wir an? Ist mit dem kleinsten? Das war Louis, glaube ich. Ja, Louis. Genau. Louis Vuitton. Fangen wir damit an. Okay, ist ein Messer. Ja, hier verpackt. Das hat mir schon mal geöffnet, oder? Haben wir mal kurz reingeguckt, was das ist. Genau. Aber wir haben es noch nicht aufgemacht. Hier drin ist das Louis Vuitton Produkt. Einmal hier so ein Brief noch. Und ganz süß eine Geschenkbox von Louis Vuitton. Also die verpacken immer richtig geil. Louis und Gucci und so. Geht's auf. Aber für den Preis kann man das auch erwarten. Ja, gucken wir mal, was hier drin ist. Ich glaube, das ist die Rechnung und so. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Louis Vuitton. Okay, da steht alles drin. Danke, bla bla bla. Rechnung brauchen wir nicht. So, aufmachen. Genau. Ja, kannst schon mal aufmachen hier. So. Das war, glaube ich, ein Anhänger, ne? Ich glaube auch so in die Richtung. Wer macht das noch nicht kaputt? Okay. So. So, schauen wir rein. Was haben wir da? Aha. Oh. Ein Tuch. Und da ist... Und... Alter. Der Schlüsselanhänger, der ist ja richtig fett. Der ist schon fetter als gedacht jetzt. Alter. Also trotzdem zu teuer eigentlich, aber... 175 Euro, Leute. So einen kleinen... Ja. Sag mal jetzt ehrlich, einen unnötigen Anhänger, der nur schwer ist. Der ist aus, ja, aus Metall oder was auch immer. Hier seht ihr das? Von der Louis Vuitton. Hier ist noch irgendwas, so ein Clipper. Kann man direkt dann da dran klippen. An, ja, ein Schlüssel. Also sehr unnötig. Sehr, sehr unnötig und so einfach nur teuer. Vielleicht ist es echt Silber oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist eigentlich eher nur die Marke, die man für die bezahlt. Wird der Ring hier ist cool, vielleicht benutze ich den für meinen Schlüssel. Oh, ist ein robustes Teil. Ja, da steht sogar noch Louis Vuitton drauf auf dem Ring. Also haben die noch reingeritzt. Oder? Vielleicht benutze ich den Ring. Ja, für einen Hausschlüssel reicht's. Ja. Oder? Ja, was kann man sonst dazu sagen? Aber sonst, ich mag eigentlich Schlüsselanhänger nicht, weil der Schlüssel dann unnötig voll ist. Ich mag so wenig wie möglich am Schlüssel der haben. Liegt dann einfach nur mehr, ne? Genau. Ja, aber kann man eigentlich benutzen. Billigste Sache von Louis Vuitton, 175 Euro. Ja, Mann. Okay, das war's mit Louis. Kommen wir zum nächsten. Wir gehen weiter und zwar, was haben wir hier noch? Farfetch-Paket. Farfetch-Paket, das war Off-White. Stimmt, da hatten wir eine Handyhülle. Das war eine Handyhülle, genau. Mit diesem... Mit so einem... Die Statue, genau. Liberty. So. Ja, wie haben die das denn hier gemacht? Also. So, gucken wir mal. Gehen wir mal auf. Hier. Pakete sind immer so schwer zugemacht. Es sind immer 1000 Zettel drin, alles, dies, das. Ich zieh hier nochmal auf. So. Komm. Ich reiße jetzt einfach hier auf. Ja. Als erstes haben wir hier von Farfetch irgendeinen Zettel. Unnötig. Und hier haben wir, was steht da? Browns Fashion. Okay, what the? Und hier drin ist die Handyhülle, die sehr bescheiden aussieht. Die Handyhülle. Mhm. Hammergeil, Leute. Steht da noch Off-White drauf? Das würde man gar nicht wissen. Achso, auf der Handyhülle? Handy, genau. Ich hoffe. Wenn es ja gar nicht drauf steht. Doch, steht da. Okay. So. Direkt testen, ist einfach ein X. Genau, mach deine schon mal ab. Okay, die fühlt sich cool an eigentlich. So, ja, was ist das? Hardcase. Off-White. Hier unten steht Off-White drauf. Aber jetzt werden wir das Ganze mal testen, ne? Genau, haben wir ja für iPhone X geholt. Genau. Hä? Hä? Die Kamera? Das passt doch schon mal gar nicht. Oder? Nee, das passt gar nicht. Das ist zu. Alter. Wir haben doch für iPhone X geholt. Ja, haben wir noch geholt. Das passt nicht. Guck mal allein die Kamera an. Was ist denn jetzt hier los? Passt hier nicht. Alter, die ist zu klein.
Als ob die jetzt andere Größen da haben oder ja. So. Hä? Steht hier nochmal für iPhone oder so? Gucken wir mal nach. Jetzt hier los, Alter. Ne? Warte, hier. Hier reingucken. Wir haben den jetzt verarscht. Der Rechner muss ja stehen, was für eine Artikelbezeichnung. Haben die uns verarscht? Was ist denn jetzt hier los, Alter? Also, da bin ich aber gerade ein bisschen. Was haben die das Falsche geschickt? iPhone 8? Wir haben X angeklickt. Das hasse ich. Manche Seiten schicken dir trotzdem. Oder haben. Vielleicht haben wir uns doch vertan. Also, okay, wir wollen jetzt nicht direkt die Seite schlecht machen. Ja. Kann sein, dass wir uns vertan haben. Leider, sehr bedauerlich. Schade. Okay, jetzt haben wir eine iPhone 8 Hülle. Wer eine iPhone 8 Hülle braucht und die von Offroad will, sagt Bescheid. Klären wir euch. So, was haben wir noch hier? Ich würde sagen Supreme oder Gucci? Was war denn von Gucci? Ich weiß gar nicht. Lass es das Supreme machen. Okay, dann machen wir Supreme. Die Supreme-Tüte. Leute, wisst ihr noch, was war? Tennissocken, Mann. Unser erstes Piece von Supreme. Boah, das sind sogar ein paar. Wo so viele? Vier Paare. Supreme-Socken. Bam. Voll die langen Dinger, Alter. Okay, die sehen aber irgendwie voll fake aus. Alter, obwohl die von der Original-Supreme-Seite sind. Hier steht guck mal, so, allein das Supreme, sieht ja da richtig billig aus. Hier also unten noch irgendwas Rotes drauf. Das ist aber keine Luxusmarke oder so. Also unten steht auch noch Supreme. Ich glaube den Hype eigentlich gar nicht. Ich zieh mal auf lustig so genau einfach mal drüber. Boah, die sind auch richtig lang. Aber für den Winter eigentlich ganz gut. Auf Chillo. Okay, hab ich die falsch rum? Ah ne, unten ist Supreme, doch, so ist. Das sind die Socken. Und unten steht nochmal Supreme. Chiller Style. Und hier oben halt. Alter. Supreme. Ja, Mann, voll. Ey, komm, ich würde sagen, so gehe ich jetzt rum. Genau. Gechillte Sneaker drauf. Auf chillig. Ja, Mann, so kann man da rumgehen. Ja, geil für den Winter. Ja. Aber sind auch einfach nur normale Socken. Einfach nur normale Socken, wo Supreme draufsteht. So, und das letzte Paketchen. Von Gucci, ich weiß von nicht. Von Gucci, ich weiß das noch mal. Überhaupt nicht mehr, was das war. Ne? Gar keine Ahnung gerade. Ich auch nicht. So, machen wir hier hoch. Hier hoch. Zack, dann hier und fällt's immer noch nicht ein. War das auch ein Anhänger oder so? Boah, viele Tüten, die hier reinmachen. Boah, wieder einige Gucci-Taschen. Ja, Mann, dicke Werbung. Was ist das? Ja, eine Tasche ganz normal. Irgendwie dann Brief. Teil? Ich bin so gespannt, Leute. Hä? Das wiegt einfach nichts. Ich glaube, wir hätten auch einen Anhänger. Ein Anhänger vielleicht? Gucken wir mal rein. Boah. Bin aber nicht sicher. Ich krieg das gerade. Ich mit dem Messer. Kurz mal dazwischen. Bild. Oh, Operation. Wir müssen jetzt. Oh, jetzt geht's. Ah, jetzt. Und? Oh mein Gott, was ist das? Hä? Das ist ja gar nichts. Es fühlt sich an, als ob da nichts drin ist, aber. Vielleicht nichts. Ein oder? Seidentuch. Ach, ganz, auch ein Anhänger. Ganz, ganz, ganz kleiner Anhänger. Boah, ey, ist das fürs Ohr? Ich jetzt aber ganz ehrlich, ich will jetzt mal die Rechnung sehen. Wie teuer war dieser Mini-Anhänger? Hier, Leute, der Anhänger. Ist ja so klein. GG. Da will ich jetzt mal sehen. Wie teuer war das? Wie teuer war das? This tag, bla bla bla. Da steht das irgendwie gar nicht wieder drauf. Sieht sogar aus fürs Ohr, aber das glaube ich auch für den Schlüssel. Hier steht gerade gar ja, wie teuer war der nochmal? Will ich gerade auch gucken. Steht da nicht? Irgendwie steht keine Info drauf. Scheiße. So sind wir. Egal, dann blenden wir das hier ein, wie teuer der war. Bam. Aber ja. Einfach nur so ein kleines Teil. Das bin ich erstmal gespannt, wie teuer das jetzt war. Ja. Ja, also ich würde sagen, man merkt, Louis Vuitton war überteuert. Ja. Es gibt halt Designer, die sind nur teuer. Genau, das Einzige, was sich jetzt für uns gelohnt hat, sind die Socken, weil man die im Winter auch einfach so für zu Hause. Genau, damit kann man chillen. Rocken kann. Aber sonst, der Rest ist Schnickschnack, der einfach überteuert war, ne? Auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, die Handyhülle können wir auch nicht benutzen. Leider ein Fail. Und ja, hier ist Supreme. Ganz normal. Socken. Ja, die finde ich noch ganz cool. Das ist der einzige Sinn, den kann man ja anwenden. Unsere erste Sache von Supreme und unsere letzte. Und wahrscheinlich. Nein. Mal schauen. Ja, Leute, das war's mit dem Video, mit der Produktvorstellung. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Vor allem, wenn wir mehr solche Sachen machen sollen mit, billigste Produkt kaufen oder nächstes Mal das teuerste Produkt vielleicht von der Seite. Sagt auch auf jeden Fall die Seiten, die ihr feiert oder witzig findet. Genau. Dann können wir da mal was bestellen. Ja, dann bestellen wir davon.
Und ja, ansonsten so. Könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram. Einmal hier Marfit und mir Kelden Fitti. Folgt es, seid auf dem neuesten Stand. Genau. Und Leute, am 23.11. droppt unser neuer limitierter Merch. Let's go, Leute. Let's go. Abgekürzt. Yeah. Gold Edition limitiert. Also davon wird es nicht viele geben. Seid am besten schnell. Mit Autogrammkarte. Und wir legen auch nochmal Gucci Caps und Offer-Sticker mit rein. Also ihr habt die Chance, das noch zu gewinnen, wenn ihr den limitierten Hoodie holt. Link wie immer in der Beschreibung. Genau. Seid da am Start, schreibt euch auf, seid die Ersten. Yeah. Wunderschöne Grüße an Swalletina. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, darauf aktivieren und immer eine neue Nachricht, wenn ihr das Video auch geladen habt. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, wenn ihr sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Bis zum Glück, bleibt mir hier wieder an und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace!